Wir haben jetzt Samstagnachmittag und um 18 Uhr geht die Sportwagen, ja, wie heißen das? Sportwagen, Show, Dingsbums, der offizielle geht gleich los. Das heißt, wir fahren gleich nach Velden und stellen uns nochmal hin. Hier sind wir alles gerade am Absperren und dann sind all diese Sportwagen, zumindest die sich angemeldet haben, das haben wir natürlich nicht gemacht, können dann abgesperrt, so wie ich das verstanden habe, abgesperrt oder stehen, wie auch immer, ich weiß es nicht genau. Werden wir uns gleich angucken gehen. Sitzt ihr jetzt hier wissen, dass übrigens der Wörthersee. Schön blau das Wasser. Genießen hier noch so ein paar Minuten. Das Wetter. Und ja, war bis jetzt schon ein richtig cooles Wochenende. Das Wetter war ja, wie gesagt, bombig. S2 freue ich mich drauf. Soll ich angeblich diese Woche abholen. Also jetzt darauf die Woche, wenn das Video rauskommt, ist ja schon nach dem Treffen. Das heißt, wir müssten irgendwo Dienstag, Mittwoch, Donnerstag haben, schätze ich mal. Eigentlich müssten wir den S2 bis jetzt, jetzt dann schon abgeholt haben oder abholen können. Da bin ich halt mal gespannt, wie das funktioniert und wie wir da vorankommen. Ja, das Auto vom Praktikanten hat bis jetzt keine Zicken gemacht. Alles schön. Da, wie gesagt, kommt ja die Auspuffanlage noch und die Ladeluftkühler. Dann können wir da auch mal weitermachen. Die Ladeluftkühler-Geschichte, Renault Megane S. Machen wir, wenn wir wieder aus dem Urlaub zurück sind hier. Da sind wir jetzt dann ja, im Zeitraffer quasi schon jetzt dran. Tja, ich würde vorschlagen, wir entspannen uns jetzt hier noch 10 bis 15 Minuten. Gucken wir mal, wie spät wir haben. Und dann fahren wir nach Velden und gucken uns mal die ganzen Sportwagen komplett an. Aber ist schon wirklich, Aventador ist schon extrem viel da, habe ich ja schon zigmal gesagt. Also das ist so eigentlich das, was am meisten da ist. Lambo, Aventador oder Ferraris. Wenig Porsche Turbo, egal welches Modell, egal ob 996, 997, also alle neueren eher wenig. Ich habe ein G-Modell gesehen, 964 waren ja ein paar da, haben wir ja schon ein Video gehabt. Wir entspannen einfach noch ein bisschen. So, jetzt gucken wir einfach mal, was hier vorbeifährt. GTR, Porsche GT3 RS, Panamera fährt hier vorbei. Ja, jetzt kommt ein bisschen was langweilig hier, ein kleiner SL nur. Oh, ein Touareg, R80, ein RS6 kommt hier. Wieder ein Ferrari. Das ist so ein bisschen der klassische Ferrari, ne? So eine Formel und so. So, auch was Schönes. Ihr seht jetzt gleich ein RS4 B5. Schön in Gelb, schwarze Räder drauf. Aber das kommt jetzt. Ferrari! Ja, ist doch schon das eine oder andere dabei, würde ich sagen, oder? Aber kommen noch welche. Warte, warte. Das ist ein M6er, muss man das erwähnen? Ein M6, aber fällt nicht auf. Ein Golf GTI. Und dahinter ein R8. Der ist auch geil drauf, oder? Geiler Typ, oder? Einen älteren Ferrari. Gegenüber kommt jetzt wieder Lambo, sehr flach. Noch Unfallwerke oder Gewinde, auf jeden Fall brutal tief. Ein MG Roadster. Der Lambo sieht gut aus. Komm, Ferrari. Dann haben wir als nächstes einen silbernen Aventador LP700. Gegenüber noch ein Lambo.
Panamera. Als M-Coupé. Viper. Tim, ich bin heiß. Ich will nicht mehr, ich bin durch. Selbst der Sponsor auftreten will, sagt der Kasper, der taugt mir mit seinem Team. Sie haben eine tolle, glaube ich, Werbewertschöpfung. Wir haben 2600 in unserer Datei. Jetzt sind wir hier gerade gewesen, die haben die ganzen Autos, ihr seht das hinten hier, komplett in Felden, wie heißt die Straße, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall diese Hauptstraße, die durch Felden geht, vom Schlosshotel bis komplett runter, mit Autos vollgestellt, also wirklich die schönsten Autos, ihr habt das gesehen in den Videos gerade. Ja, was soll ich da sagen? Schöne Autos. Aber ein bisschen abgehobener Treffen. Es fehlt so ein bisschen die Breitling oder die Rolex und die roten Slipper. Die fehlen irgendwie. Aber trotzdem cool. Muss man mal gesehen haben. Und hat Spaß gemacht. Ich glaube, wir gehen erstmal was essen. Bis dahin. Wir sind wieder zurück vom Wörthersee. Haben da gestern eine Mutantenreise gehabt, würde ich mal fast sagen. 1000 Kilometer ist ja für uns die Strecke. Und ja, wir haben ein bisschen im Stau gestanden bei Köln, wo die A3 und die A4 zusammengeführt wird da war eine Baustelle, da ist einspurig gewesen. Dementsprechend haben wir lange uns in Köln aufgehalten. Das war natürlich nicht ganz so angenehm. Aber jetzt zum Wörthersee. Wörthersee war natürlich eine richtig coole Aktion, Wetter hat gepasst, richtig coole Autos. Natürlich nicht so viel los wie am GTI-Treffen, habe ich aber glaube ich auch schon erwähnt. Sind jetzt halt wieder zurück, bin ein bisschen müde heute Morgen, weil wie gesagt spät im Bett. Und was ihr nicht wissen könnt, wir hatten noch eine kleine Mission zu erfüllen am Wörthersee. Und zwar hat mich mein Freund Mike Hader drum gebeten, ihm eine Pizza aus der Pizzeria Giuseppe vom Fark am See mitzubringen. Und da lasse ich mich natürlich nicht lumpen, ja. Also bin ich da nochmal am Sonntag für den Mike schön zur Pizzeria, zum Giuseppe, und habe ihm eine Sandaliene-Pizza für die Heimfahrt mitgenommen. Das ist natürlich auch cool beim Bestellen, wenn du sagst, eine Pizza zu mitnehmen, und die fragt so ein bisschen hier und da und ich sage, die wird eh kalt, wir haben 1000 Kilometer, da guckt die Kellnerin schon sparsam. Auf jeden Fall, der Mike war voller Freude auf seine Pizza. Die habe ich ihm ja auch versprochen, also lange, lange angekündigt, versprochen, und da bin ich auch so ein Typ, wenn mich einer um sowas bittet, da habe ich ja Spaß dran und ist ja jetzt für mich kein Umweg. Da habe ich das natürlich gemacht, ist ganz logisch. Aber es kommt halt wie es kommt, es sind 1000 Kilometer, im Auto war nichts zu essen und zwischendurch habe ich noch die Gespräche mit Mike gesucht, was ich mit der Pizza mache. Und was dann passiert ist, seht selbst. Mike, hier ist die Giuseppe. Seit ungefähr 700 Kilometern neben mir am Flussraum. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Aber guck mal hier. Da ist er. Der Rucola. Naja,
Das sieht jetzt schon nicht mehr ganz so geil aus. Und ich glaube, bevor das arme Tier gestorben ist, ohne richtigen Verwendungszweck gehabt zu haben. Und ich habe wirklich Kohle ohne Ende. Und du weißt nicht mal, wo die A3 ist, wo du das Ding abholen kannst, ehrlich. Also ich bin ehrlich der Meinung, die muss gegessen werden. Und ich denke einfach, die beste Art und Weise, diese Pizza zu essen. Wirklich ein Traum, wirklich. Diese Pizza vom Giuseppe, vom Wörthersee aus. 700 Kilometer hat sie geschafft. Aber die letzten 300. Ja, was soll ich denn sagen? Ich hatte wirklich Kohldampf, ihr habt das im Video gesehen. Und ja, er tat mir natürlich um den Mike leid, aber er ist drauf reingefahren. Ich habe natürlich eine zweite Pizza dabei gehabt. Ich habe nicht Mike seine Pizza gegessen, sondern Mike hat tatsächlich seine schöne Pizza, seine San Daniele vom Giuseppe, vom Wörthersee, vom Fark am See, hat er natürlich von mir gestern Abend noch, leider erst um 1 Uhr auf der Autobahn A3 am Rastplatz überreicht bekommen. Aber einen kleinen Spaß habe ich mir mit dem Mike gemacht. Das hat mir eine große Freude bereitet, dir die Pizza mitzubringen und dich so ein bisschen zu veräppeln. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir machen weiter mit nächsten Videos. Wir gehen jetzt an einen Renault Megane RS mit Wagner Ladeluftkühler. Machen da Videos für euch. Bis dahin.